Zehnter Monatstag. An diesem Tag praktizieren Sie eine Konzentration mit folgendem Kernpunkt. Konzentration auf alle Objekte der äußeren Realität, die Sie gleichzeitig während eines einzigen Wahrnehmungsimpulses aller dieser Objekte erfassen können. Sie stimmen sich darauf ein, dass Sie alle Ihrer Wahrnehmung zugänglichen Objekte während einem einzigen Moment wahrnehmen würden. Als Resultat dieser augenblicklichen Wahrnehmung müssen Sie sich aller dieser äußeren Objekte bewusst werden. Selbstverständlich kann sich am Anfang dieser Praxis die Wahrnehmung aller Informationen über alle Objekte nur teilweise ergeben. Nehmen Sie das ruhig hin. Das endgültige Ziel Ihrer Arbeit ist die vollständige Wahrnehmung aller Objekte. Mit der Zeit werden Sie diese Fähigkeit immer mehr beherrschen. Sie werden am Anfang sogar bei der augenblicklichen Wahrnehmung der umgebenden Objekte klitzekleine Informationen von jedem Objekt mitbekommen. Zum Beispiel die Vorstellung davon, dass es diese Objekte irgendwo gibt, dass sie existieren. Im Grunde genommen brauchen Sie, um eine Information über das Objekt zu erhalten, nur den richtigen Punkt der Konzentration zu finden und sich einzustimmen. Sie werden dann jedes beliebige Objekt wahrnehmen können und Zugang zu allen Bereichen der Steuerung erhalten. Und weil Sie bei dieser Konzentrationsmethode lernen, gleichzeitig große Mengen von Objekten wahrzunehmen, erlaubt Ihnen dieses Praktikum sofort, eine große Informationsmenge zu regulieren. Als konkretes Beispiel kann ich so ein Resultat dieser Praxis vorführen. Angenommen, es steht vor Ihnen ein Computer. Sobald Sie einen Blick auf sein Äußeres werfen, werden Sie sofort wissen, wie man diesen Computer steuert und was man überhaupt durch seine Benutzung erhalten kann. Die hier gezeigte Konzentrationsart wird Ihnen erlauben, Informationen von einem beliebigen Objekt zu erhalten. Genauso, mit Hilfe dieser Praxis erlernen Sie beliebige Informationen von Objekten zu steuern. Dabei kann der Zugang zur Steuerung logisch sein, oder auch unlogisch auf geistiger Basis. Konzentration auf die siebenstellige Zahlenreihe 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. Konzentration auf die neunstellige Zahlenreihe 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Die Vereinigung von zwei Zahlen, der 1 und der neuen Zahl 0, hat dazu geführt, dass Sie die Welt zuerst so gesehen haben, als ob die Zahl 0 in der 1 enthalten ist. Wenn Sie die Zahl 1 betrachten und vergrößern, bis sie durch Zugabe der Zahl 0 zur 10 wird, führen Sie eine Handlung durch. Somit muss Ihre Aktion und Handlung nach diesem Prinzip harmonisch sein. Sie müssen sehen, dass jede Ihrer Aktionen qualitativ und quantitativ jede ihrer Manifestationen wesentlich vergrößern kann. Sie sind die Manifestation der Welt. Harmonisieren Sie sie mit dem, was Sie sehen. Achten Sie auf sich selbst und Ihre Gedanken. Sie müssen da sein, wo Sie sind. Sie müssen da sein, wo Sie nicht sind. Sie müssen überall sein, denn Sie sind Schöpfer und Gestalter. Und ihre Harmonie muss zu der Ewigkeit führen. Die Auferstehung ist ein Element der Ewigkeit. Die Unsterblichkeit ist genauso ein Element der Ewigkeit. Sie müssen für sich die wahre Ewigkeit finden, wo Unsterblichkeit und Auferstehung nur gesonderte Fälle der Ewigkeit sind. Sie müssen der Schöpfer aller und von allem sein. Und was hinter dem Auferstehen und der Unsterblichkeit folgt, hinter der wahren Unsterblichkeit,
Das müssen Sie wissen und sich genau vorstellen. Wahre Unsterblichkeit gebiert den nächsten Status der Ewigkeit, den nächsten Status der Welt und den nächsten Status der Persönlichkeit. Sie müssen dazu bereit sein und immer wissen, dass andere Aufgaben, die Aufgaben der Ewigkeit, die vor Ihnen geboren sind und die Sie vor sich selbst stellen, neue Welten gebären, die Sie in Ihrem Bewusstsein errichten. Und diese Welt, genauso wie 1 und 0 gleich 10 ergeben, diese Welt ist auch das, was Sie immer haben werden, wenn Sie ewig werden, weil Sie schon ewig sind. Ihre Unsterblichkeit ist in Ihnen selbst enthalten. Sie sind ewig und unsterblich. Es ist genug, sich darüber bewusst zu werden. Gehen Sie auf dieses Niveau durch den Weg der zugänglichen, verstandesmäßigen Tat einer wie der Verbindung mit der Eins und Null und Sie erhalten diese Unsterblichkeit in jeder Ihrer Taten, in jeder Ihrer Erscheinungen und in jedem Ihrer Schritte.